Der Markt am Domplatz. Für viele Münsteraner die Möglichkeit, frische Lebensmittel einzukaufen. Auch Saba zieht es jede Woche auf den Markt. Inzwischen ist sie eine regelrechte Marktkennerin. Für die werdende Mutter sollte es dabei vor allem gesund und auch günstig sein. Wie das am besten geht, weiß sie seit Ende 2011. Seitdem gibt es nämlich das Gutscheinbuch zum Wochenmarkt. Das Prinzip einfach. Mit dem Heft an einen der vielen Marktstände gehen, die an der Aktion teilnehmen, einen Gutschein einlösen und in unterschiedlichen Varianten sparen. Die Idee stammt dabei von diesen beiden Mädels, selbst erfahrene und leidenschaftliche Marktgängerinnen. Ja, die Idee selber entstand eigentlich hier direkt auf dem Markt. Wir haben uns hier sowieso jeden Samstag getroffen, sind immer über den Markt flaniert und haben uns immer auf den Kaffee getroffen zum Waffelessen, zum Einkaufen. Und irgendwann haben wir uns gedacht, warum setzt man nicht sowas um, was man eigentlich auch ja sonst von Restaurants kennt, von anderen ja, Städten auch kennt, wo das ja wirklich noch ein bisschen ausgeweiteter ist. Ja, und dann haben wir uns abends auf ein Sektchen getroffen, haben gedacht, das setzen wir einfach mal um und versuchen es einfach mal. Dass es geklappt hat, zeigt das inzwischen zweite Gutscheinbuch. Wie viel man damit aber wirklich sparen kann, zeigt Sabas Einkauf. Ich hätte gern einen Blumenstrauß für meine Mutter. Gerne. Und zwar würde ich gerne diesen Gutscheinbuch nutzen. Am Ende heißt es dann, ohne Gutscheinheft hätte der Strauß 10 Euro gekostet, mit Gutscheinheft dank der Prozente nur noch 7,50 Euro. Gespart am Ende 2,50 Euro. Und nicht nur Saba kauft mit dem Gutscheinbuch ein. Roland TH ist durchaus zufrieden mit der bisherigen Besucherresonanz. Ziemlich viel eigentlich bei uns. Also wir haben jetzt das dritte Jahr, wo wir es mitmachen. Und im letzten Jahr sind so knapp an die 1000 Gutscheine eingelöst worden. Ist zwar ein relativ hoher Kostenaufwand für uns auch, aber deutlich besser angelegt, als wenn ich andere weite Werbung mache. Der nächste Halt, Käsespezialist Ralf Kürten. Ich hätte gern Bergkäse. Ja, gerne. Ein schönes Stück. Schönes Stück, gerne. Ja. Ich fange mal an, so was Schönes und Kräftiges. Ja. Gerne. Willst du probieren? Gerne. Machen wir doch, gerne. Schön. Danke. Gerne. Lecker. Super. Gerne. Nehme ich. Ja, das geht. 20 Prozent. Das wären dann 8,90 Euro. Ja, aber der Gutsche. Dankeschön. Der Preisunterschied hier, ohne Gutscheinbuch hätte Saba 11 Euro bezahlt, dank der 20% auf Bergkäse bezahlt sie jetzt nur noch 8,90 Euro. Gespart am Ende 2,10 Euro. Vorteile also nicht nur für Käufer, sondern auch für Verkäufer. Weil ich das einfach für eine sehr gute Sache halte, Buch, was nur für den Wochenmarkt ist, was wirklich toll ist, sehr gut gemacht ist. Ja, und was auch mittlerweile extrem gut von der Kundschaft angenommen wird. Wir haben also A, viele Neukunden, aber auch viele Dauerkunden, die schon immer zu uns kommen, aber die das gerne in Anspruch nehmen und sich wirklich darüber freuen, auch mal da einen Rabatt zu bekommen. Doch nicht nur Prozentgutscheine enthält das Buch. Vielmehr gibt es einen kompletten Querschnitt an Angeboten. Also man spart eine ganze Menge. Ja. Man kann gratis Sachen abräumen, 2-für-1 Sachen abräumen oder halt Prozente. Genau, wir haben halt aber bewusst darauf geachtet, dass wir jetzt nicht nur Prozente haben, sondern auch mal irgendwie was Schönes mit dazu. Dann kriegt man mal ein Obstmesser mit dazu als dritten Gutschein oder so, damit es auch mal was Nettes ist zum Verschenken. Nicht nur zum Verschenken, sondern besonders um sich selbst beim Einkauf eine Freude zu bereiten, hat sich Saba das Buch gekauft. Es lohnt sich und wir sind auch jede Woche auf dem Markt, manchmal auch zweimal die Woche und dafür lohnt es sich natürlich. Ganz nach dem Motto Flanieren und Sparen endet für Saba schließlich ein weiterer Marktbesuch.